Hi, herzlich willkommen. Heute zum Thema Arteriosklerose oder Atherosklerose ist reversibel. Und zwar ist es wichtig, dass ich dieses Thema anspreche, da bis heute an medizinischen Fakultäten gelehrt wird, dass das nicht möglich ist. Grundsätzlich nicht, dass man einmal, wenn man Arteriosklerose hat, man da nichts gegen machen kann, außer darauf zu achten, dass es nicht noch mehr wird. Dabei stimmt das nicht, weil spätestens im Jahr 1990 eine Studie von Dr. Dean Ornish erschien, in einem der renommiertesten medizinischen Journale der Welt veröffentlicht, nämlich der Lancet. Ich habe die hier ausgedruckt. Und diese Studie wollte ich euch heute mal vorstellen, weil es irgendwie so langsam dazu kommt, dass unter anderem auch der ein oder andere Mediziner hier zuschaut oder meinen Blog liest. Das heißt, ich kann da mit dem, was ich mir in den letzten 25 Jahren an Wissen bezüglich Ernährung angeeignet habe, was in allem, was die Universität lehrt, unterstützt wird, wenn man sich die Biochemie etc. anguckt und auch die Leitlinien, was aber halt wirklich nicht explizit gelehrt wird und was der Grund dafür ist, denke ich, dass der ein oder andere da solche Probleme mit hat. Aber weil wir uns ja alle auf Evidence-Based Medicine beziehen bzw. berufen und die Sache wissenschaftlich ist und keine emotionale Sache in Bezug auf du bist doof und ich mag dich nicht und du isst das falsch, also darum geht es hier überhaupt gar nicht. Es geht hier schlicht und ergreifend um wissenschaftliche Fakten, die über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gesammelt wurden. Und da möchte ich gerne den Teil zu beitragen, der scheinbar irgendwie unterm Radar durchfliegt. Und diese Studie von Dr. Ornish ist halt eine davon. Obwohl die mittlerweile 26 Jahre alt ist, wird immer noch behauptet, dass Atherosklerose nicht reversibel sei. Und Ornish hat halt an in seiner Studiengruppe das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass es grundsätzlich möglich ist. Und die Studie findet man, die heißt Can Lifestyle Changes Reverse Coronary Heart Disease? Fragezeichen. Die findet man, also den Abstract findet man online, auch bei der Lancet, aber die ganze Studie nicht. Die ganze Studie kann man einsehen, ist 6 Seiten lang auf Dr. Ornishes Website namens www.ornish.com, glaube ich, ist es nur. Da habe ich die jetzt auch runtergeladen und ausgedruckt und ich wollte dir mal kurz erzählen, was Ornish da gemacht hat. Und zwar hat er insgesamt hat er 48 Patienten. 28 davon sind in die experimentelle Gruppe einsortiert worden, 20 in die Kontrollgruppe. Das heißt, diese 20 Patienten wurden so behandelt, wie allgemein mit Herz-Kreislauf-Patienten umgegangen wird. Also es waren alles Leute, die bereits eine Arteriosklerose hatten. Insgesamt kam man auf 195 koronare arterielle Läsionen und man hat hier mit Hilfe einer Angiographie den Durchmesser der Arterien gemessen. Und die Studie ging über ein Jahr. Das heißt, nach einem Jahr hat man wieder geguckt, okay, was ist mit der Arteriosklerose in den Herzkranzgefäßen nach einem Jahr passiert. Also wie gesagt, die Therapie für die 20, beziehungsweise war keine Therapie, die 20 Leute, die Teil der Kontrollgruppe waren, die durften machen, was sie wollten schlussendlich. Denen ist nicht verboten worden, irgendwas an ihrer Ernährung oder an ihrem Lifestyle zu ändern. Man hat sie aber auch nicht dazu aufgefordert. Und die 28 aus der experimentellen Gruppe, die bekamen, was waren das, 3 oder 4 Sachen auferlegt. Zum einen halt eine Ernährungsumstellung. Es sollte eine Ernährung werden mit Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Sojaprodukten und zwar ad libitum Kalorien. Das heißt, sie durften davon so viel essen, wie sie wollten. Manchen Patienten wurden Take-Home-Meals zur Verfügung gestellt. Also da das ja eine relativ ungewohnte Ernährung für viele Leute ist, haben die auch direkt zubereitete Mahlzeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Es war keine tierischen Produkte erlaubt, außer Eiweiß und eine Tasse am Tag fettfreie, also wirklich komplett fettfreie Milch und fettfreier Joghurt. Wobei ich mir denke, das schmeckt bestimmt so furchtbar, da kann man auch direkt darauf verzichten. Die Ernährung sollte maximal 10%
der Kalorien aus Fett enthalten, ca. 15-20% Eiweiß, ca. 70-75% hauptsächlich komplexe Kohlenhydrate. Salz wurde nicht gestrichen bzw. restringiert, nur bei Patienten, die auch Bluthochdruck hatten. Koffein wurde gestrichen. Alkohol war limitiert auf nicht mehr als 2 Einheiten pro Tag. Und es gab keinerlei Nahrungsergänzungsmittel außer Vitamin B12 und man hat diese Ernährung durchgerechnet und man kam auf alle empfohlenen Werte, die man haben sollte. So, und zusätzlich hat Ornish aber auch noch auf Entspannungstechniken geachtet. Das heißt, die Patienten haben Yoga gelernt, autogenes Training und so weiter, um halt darauf zu achten, dass sie nicht zu sehr unter Stress geraten, weil meist in Stresssituationen dann eben sich irgendein Plak löst und irgendein Gefäß verstopft, weil Stress den Blutdruck noch, genau, dadurch kommt diese Lösung der Plaks überhaupt erst, weil der Blutdruck ja noch mehr ansteigt in dem Moment, wo man Stress hat, deswegen wurde halt auch der Kaffee rausgeschmissen. Und sie wurden ermuntert, sich auch zu bewegen. So, und das Ganze hat er dann halt ein Jahr beobachtet und dann folgende Resultate gehabt. Dass bei den Patienten aus der Ornish-Gruppe, also aus der experimentellen Gruppe, diejenigen, die diese Ernährungsumstellung und Lifestyle-Veränderung gemacht haben, da ging die Stenose-Rate von 40% bis 37,8% zurück. Etwas, was noch nie vorher irgendwo in der wissenschaftlichen Literatur nachweisbar war, also dass sich das wirklich um, ja, was war das, 40%, das ist eine ganze Menge, verringert hat. Bei der Kontrollgruppe hingegen sind die atherosklerotischen Plaques mehr geworden in diesem einen Jahr, nämlich einmal um 42,7% und einmal um 46,1%. So, und wenn man nur die Stenosen, die über 50% ausmachten, gemessen hat, dann ging in der Ornish-Gruppe die Stenoserate um 61,1% zurück und bei der Kontrolle bis zu 55,8% zurück und bei der experimentellen Gruppe wurde sie schlimmer um 61,7% bis zu 64,7%. Wobei ich jetzt hier hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe, vielleicht hat jemand mehr Ahnung von Statistik. Hinter diesen Zahlen, die ich genannt habe, steht in der Studie immer noch eine Klammerzahl, von der ich nicht sicher bin, was das genau bedeutet. Also wenn das jetzt die tatsächlichen Ergebnisse sind, dann möchte ich auch bitte wieder darum bitten, mich das wissen zu lassen. Aber wie dem auch sei, bei der Ornish-Gruppe ging halt, wie gesagt, die Stenoserate zurück und bei der Kontrollgruppe, die halt einfach weiter so gelebt haben, wurde sie schlimmer innerhalb nur eines Jahres. Und man musste halt jeweils gucken, was passiert, wenn man sowas 5 Jahre macht und so weiter und so fort. Ja, und in dem Zusammenhang wollte ich dann jetzt mal auch aus gegebenem Anlass die Geschichte von Bill Clinton erzählen. Denn die ist sehr amüsant, die hat mit Dr. Ornish zu tun und die hat natürlich auch mit seiner Frau Hillary zu tun, die jetzt gerade Präsidentin werden will. So, und ich habe da, Gott, wo sind denn alle meine Notizen dazu? Ich hatte doch 2 dazu. Vielleicht kriege ich es auch noch so auf die Reihe. Ui, jetzt habe ich einen meiner Notizzettel verloren. Okay, sorry. So, also Bill Clinton war Präsident der Vereinigten Staaten, weiß jeder von 1993 bis 2001. Und der Mann hatte wahrscheinlich schon länger ja, irgendwelche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähnliches. Und so kam es dann dazu, dass die gute Hillary, das habe ich jetzt von Dr. Ornish Facebook-Seite geklaut, Hillary hat 1994 dann Dr. Ornish angerufen und hat gesagt, hör mal, Dr. Ornish, bring bitte unserem Koch im Weißen Haus namens Walter Scheib bei, wie man gesünder kocht. Ja, und das hat Dr. Ornish dann gemacht und dieser Koch... Den kann man auch in Wikipedia finden, also Walter Scheib. Der ist leider letztes Jahr verstorben, weil er bei einer Wandertour verloren gegangen ist oder sich irgendwas getan hat und dann halt tot aufgefunden wurde. Aber der hat eine Wikipedia-Seite und der war von 1994 bis 2005 halt Koch im Weißen Haus, auch später noch unter Bush. Und es war wohl eine sehr anstrengende Zeit, kann man seiner Wikipedia-Seite entnehmen, denn Bill Clinton wollte immer Steaks haben mit Sauce Bernaise und Zwiebelringen und das hat er immer dann bestellt, wenn Hillary außer Haus war.
Richtig stressig wurde es im Weißen Haus wohl dann 1999, als Chelsea auf die Idee kam, vegetarisch zu werden, denn dann konnte man das Gemüse nicht mehr zusammen in den Töpfen kochen, in denen vorher das Fleisch gekocht worden war. Und auch das findet man alles auf der Wikipedia-Seite. So, und wir waren also bei 1994, wo Hillary erstmals auf die Idee kam, ihr Mann müsse sich gesünder ernähren, und Herr Ornish hat die Lösung für dieses Problem. Ja, das hat dann aber nicht so richtig geklappt, wie Hillary sich das vorgestellt hat, denn 2004, dann, als er schon gar nicht mehr Präsident war, musste sich Bill Clinton leider einer Bypass-Operation unterziehen. Und die verlief dann auch erfolgreich und alles war gut. Und dann hatte er erstmal Ruhe. Also er hätte wahrscheinlich diese Bypass-Operation nicht bekommen müssen, wenn sich der Weiße Hauskoch tatsächlich an Hillarys Ratschläge und an Ornish Ratschläge gehalten hätte. Ja, aber man lernt ja sehr schwer und sehr langsam und manchmal dauert es, bis man die Dinge wirklich begriffen hat. Ja, und auch bei Bill Clinton hat es dann noch ein bisschen gedauert. Also dieser Bypass war halt, wie gesagt, 2004. Und dann hatte er 2010 Brustschmerzen. Er ist mit Brustschmerzen an dem Krankenhaus vorstellig geworden und die haben ihm einer Not-OP unterzogen, bei der zwei Stents gesetzt werden mussten. Und die Operation hat er gut überstanden. Und ich glaube, da hat es für ihn endgültig Klick gemacht, denn 2010 ist Bill Clinton dann endlich vegan geworden. Und da muss man sich mal überlegen, es hat jetzt 16 Jahre gedauert. 16 Jahre hat Hillary Clinton gebraucht, um ihren Mann vegan zu kriegen. Und ich weiß nicht, wie viele Mädels ich da draußen kenne, die versuchen, ihren Freund irgendwie mehr in die Richtung zu drängen. Nicht so wie Fleisch zu essen. Aber wenn sogar Hillary Clinton 16 Jahre dafür braucht, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wenn auch ein wirklich kluger Mann, also ein studierter Jurist, sich nicht davon überzeugen lassen kann, was Ornish hier sagt oder warum das Belohnungssystem die stärkste Macht des Universums ist, dann braucht ihr euch auch keine Vorwürfe machen, wenn ihr das nicht schafft. Und auch die Mediziner brauchen sich keine Vorwürfe zu machen, wenn die das nicht raffen, was ich hier erzähle, weil es brauchen auch echt kluge Leute echt lange, das zu begreifen. Ja, und dann ging es bergauf mit Bill Clinton. Er hat abgenommen, er wurde immer fitter und dünner und er ist durch die ganze amerikanische Medienlandschaft getingelt und hat überall von seiner tollen neuen Ernährung erzählt und wie gut es ihm ging und alle haben ihn gelobt, dass er so wahnsinnig viel abgenommen hat. Bis dann irgendwann mal Bill Clinton in Kontakt kam mit einem Arzt namens Mark Hyman, der ihm wohl erzählt hat, dass man mehr Eiweiß essen müsste. Natürlich, dass das bei einer veganen Ernährung nicht ausreichen würde. Und dann ging durch die Presse, Bill Clinton ist nicht mehr vegan und nein, er macht jetzt Paleo oder Low Carb und so weiter und so ein Scheiß. Und dazu habe ich dann auch wieder was bei Dr. Ornish von seiner Website geklaut, bis von 2015, also von seiner Facebook-Seite. Da war nämlich Dr. Ornish zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn und Bill Clinton essen und da hat Bill Clinton nochmal bestätigt, er würde nicht Paleo machen oder Low Carb, sondern er würde immer noch plant-based sein, allerdings einmal die Woche Fisch essen. So, und das ist das, was unter plant-based verstanden wird, dass man halt hauptsächlich pflanzlich ist. Und das ist wichtig, das ist besonders für die Therapie von Atherosklerose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig, dass man sehr, sehr wenig Fett isst. Und einmal die Woche Fisch tut dem Ganzen da überhaupt keinen Abbruch. Ja, und dann war letzte Woche ja die Democratic Convention und Bill Clinton hat eine Rede gehalten, natürlich um seine Frau nach vorne zu bringen, die ja dann hoffentlich Präsidentin werden soll, und hat dann gesagt, she's still the best darn changemaker I've ever seen. So, also Hillary Clinton ist einfach der beste Mensch, um Veränderungen überhaupt irgendwie zu bewerkstelligen, die er jemals getroffen hat. Und wenn die arme Frau 16 Jahre gebraucht hat, ich weiß nicht, ob das unbedingt für sie spricht, also 16 Jahre gebraucht hat, ihn von besserer Ernährung zu überzeugen. Keine Ahnung, ich nehme mal an, dadurch, dass das Belohnungssystem ja die stärkste Macht des Universums ist und sogar Hillary Clinton da nicht mehr so wahnsinnig machtvoll drin ist. Ja, so ist das. Habt ihr Fragen dazu? Ich habe immer noch nichts Neues zu verlosen, also ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich, ansonsten sage ich ciao, bis bald, eure Silke.